So, Antiger Shipyard. Oh, Silent ist der Oberhammer. Ah, Mann, ich freue mich, dass ich das da hingeschrieben habe. Ich kann mich jetzt immer freuen, wenn ich das sehe. Silent ist der Oberhammer. Der Oberhammer. Der Oberhammer. Hammer, 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 Hammer. So, Swap Players. Show spielt. Nee, ich habe gar keinen Schimmer, ob ich das Richtige gerade mache. Fuck, mache ich nämlich nicht. So, denn es sieht nämlich so rum aus. Und so rum. Und das ist jetzt richtig. Und es steht 0 zu 0. Und es ist ein Best of 5. So, fertig gespielt. Fertig gespielt. Snoot als der blaue Zwerg hier oben. Und ach, ich hätte auch einfach drüber gehen können mit der Maus. Oh Mann, ey. Shit! Dann hätte ich mir das da oben jetzt nicht versaut. Das liegt jetzt nämlich falsch. Ihr seht das bestimmt. Und Show als der rote Protoss. Ich bin ein bisschen schockiert, dass ich von Snoot noch nicht sehe. Macht der hier etwa Hedge First? So sieht's nämlich aus. So sieht's aus, Hedge First für Snoot. Und das ist auf Antigua Shipyard bestimmt nicht das Falscheste. Und Show bereitet hier ein Gas vor, bevor überhaupt seine Kaserne fertig ist. Also, ja, wer spielt denn schon mit irgendwas mit 3000 DPI? Dafür ist mein Handgelenk gar nicht geschmeidig genug. So. Aha. Kein Tech Lab hier für Show. Was hat er vor mit seinem Gas? Er sammelt hier mit einem Arbeiter sammelt er Gas. Jetzt hat er komplett aufgehört. Er hat hier genau genug für den Reaktor geholt. Okay, so sieht's aus. Und Snoot mit seiner Expand kommt davon, so wie das aussieht. Show macht hier aggressives Spiel. Ihr seht das hier mit A-Move. Aber interessanterweise in die gegnerische Base, wo sie sein könnte, und dann zurück in die eigene Base. Also, ich weiß nicht so wirklich, was er damit vorhat. Ob er nicht weiß, dass hier auch Cross-Position gespawnt werden kann. Weil die ist eigentlich, also diese Map ist eigentlich komplett symmetrisch. Das heißt, es macht eh keinen Unterschied. Außer Cross-Position jetzt halt. So, Snoot in der Zwischenzeit holt sich hier genug Gas, um jetzt den Metabolic Boost anzufangen. Hier kommt der Transfer für mit den Drones und bewegt sich jetzt allerdings mit den Marines zurück. Holt sich auch die Expansion und na, noch eine Kaserne. Hat auch noch kein WBF auf dem Weg, also kein Bunkerplay. Ich weiß nicht, was er hier erwartet hat mit dem, was er hier erwartet hat mit der Kaserne, wo er dann direkt einen Reaktor drin gebaut hat. Oder ob dann hier jetzt gleich einfach der Swap kommt, mit der Kaserne, um dann hier auf die Hellions zu gehen. Haben wir ja auch alles schon gesehen von TL. Oh. So, Snoot hat ja gerade gegen Goody gewonnen, kann also hier jeden Shit, den hier ein Terraner ihm irgendwie auf den Teller legen kann, ganz problemlos abblocken, also außer vielleicht die Banshees. Und so wie das aussieht, da ist der Swap. Hier werden die Hellions kommen, was anderes kann er jetzt eh nicht mehr bauen. Und Marodeure sind dabei, auch Show. Er bereitet sich jetzt hier vor, seine Expansion zu sichern, während Snoot seine dritte holt.
Also bis jetzt noch beide sehr, sehr defensiv, bereiten hier vor, ihre Expansions zu sichern und spielen hier ein Straight-Up-Makro-Game, so wie das aussieht. Ja, jetzt hier ein konstanter Strom von Einheiten von Snoot. Die Hellions und die Marines sollten das problemlos abblocken können. Zumal jetzt hier die Choke schon klein genug ist, aber die Zerglinge kommen hier vielleicht rein. Nein. Dafür stehen hier zu viele Marines. Der WBF könnte vielleicht geschnappt werden. Oder aber der Hellion, wenn er dann nicht aufpasst, kommt hier zu Hilfe. Aber, ach ja, mit den vier Hellions ist das auch kein Problem. Versucht jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was zu rösten. Sollte auch problemlos funktionieren. Aber verliert hier natürlich einiges an HP auf den Hellions. Hätte da definitiv ein bisschen weniger Schaden bekommen können. Und Kriechertumor abgebrochen. Und zwar alle drei. Ja, er setzt sie doch lieber nach oben, um hier möglichst gut den Creep zu setzen. Hier gibt es nichts zu rüsten für dich, außer die Creep-Tumore. Und kriegt er die? Nein, die kriegt er nicht. Und hier oben keine Chance. Guckt euch das an. Doppelstachelkrabbler. Und sehr, sehr gut eingebaut. Ich habe eine Fruchtfliege im Zimmer. Nicht Fruchtfliege, Eintagsfliege. Und jetzt kommen auch noch die Roaches, das heißt, jetzt muss Show die Beine in die Hand nehmen, die Reifen in die Hand nehmen und mit den Marodeuren nach vorne, dass er hier was reißen kann. Concussive Shells ist noch nicht erforscht, verliert jetzt hier mehr HP auf den Hellions, als es sein müsste. Warum er das jetzt gemacht hat, kann ich mir nicht so wirklich gut vorstellen, dadurch, dass hier seine Armee eh schon in Bewegung war. Und ich denke, hier dran wird er sich die Zähne ausbeißen an dieser Choke. Zumal hier die... Oh nein, die Queen! Oh, nee, alle Queens kommen jetzt runter. Das war zu erwarten, jetzt wo er seinen Gegner hier kommen sieht. Noch ein Scan, um hier ein bisschen Creep aufzuräumen. Snoot jetzt allerdings im Supply-Block, hat hier hinten wahrscheinlich irgendwo einen Overlord verloren. Und jetzt geht's hier auf die Base von Snoot im Supply, also da ist Show ja relativ weit vorne und das ist quasi alles Armee. Also in den Arbeitern sind sie genau gleich auf, sind jetzt auch wieder auf der gleichen Anzahl von Bases und jetzt ist die Frage, kann Show das knacken? Achtung, die Banelinge, wow, are not very affected. Schöner Split. Dafür, dass das quasi alles hier leichte Einheiten waren, hat das wirklich sehr, sehr gut geklappt. Jetzt ist die Frage, wie das mit den Transfuses hier bei den Queens klappt. Das sieht ganz gut aus. Allerdings jetzt hier nur noch auf einer Queen die Energie. Da nochmal der Transfuse. Und jetzt ist die Frage, wie kann hier Show das Ganze knacken? Denn er hat sich natürlich jetzt hier schon ganz schön reingehängt. Ah, doch, er bricht ab, holt sich jetzt doch hier ein Tech-Lab an der Fabrik, holt sich hier hinten zwei Kasernen, bereitet die Expansion vor, hat hier den Angriff fürs Erste sein gelassen. In der Zwischenzeit Snoot auf dem Weg hier nach vorne zum... Ich habe doch überhaupt nichts gemacht, wie kann ich denn das verdammte Spiel legen? Habe ich den Taskmanager offen? Ja. Prozesse, CPU. 23%. Kein Ding. Seltsam. Und jetzt hier der Stim hinterher auf die Gruppe hier von Roaches. Wieder hier auf die Brutstätte, auf die zweite Expansion. Dritte Base von Snoot. Und wieder hier schöne Transfuses von den Queens. Ah, das könnte wirklich bitter ausgehen hier für Show, wenn er das nicht bald knacken kann. Also er hält hier natürlich seinen Gegner gut zurück. Aber Banelinge sind hier auf jeden Fall eine Möglichkeit. Jetzt kommen die Marines hier und die sind auf Position halten. Werden hier komplett ohne Gegenwehr abgeknallt. Das ist natürlich ärgerlich. Wollte die da oben wahrscheinlich verstecken für einen Baneling-Bust. Und hat leider verpasst, dass da oben Marines standen.
So, Shaw jetzt hier mit seiner dritten Expansion, die jetzt quasi gleichzeitig zu der von Snoot kommt, dadurch, dass sie so häufig da denied wurde. Getötete Arbeiter hier, ihr seht's, von Shaw interessanterweise nur ein. Er hat wirklich immer nur die, die Expansion da denied und nicht wirklich Druck gemacht auf die Mineral Line. Die getöteten Arbeiter, die getöteten Einheiten dementsprechend definitiv höher und bei den Arbeitern immer noch schön gleich auf. In den verlorenen Ressourcen auch tun sie sich beide nicht viel. Also, auch wenn Shaw hier zweimal eine Brutstätte quasi vernichtet hat, ist das hauptsächlich, oder hat er die gar nicht, down gekriegt, hat er die nur einmal vernichtet, ist das durch die relativ teuren Einheiten wieder rausgekommen. So. So langsam. Ich möchte ja nicht drängen. Aber so langsam könnte einer von den beiden Druck machen. Burrow. Bauchbeutel. Also das Transport-Upgrade für die Overlords. Baneling. Zentrifugalhaken. Geschwindigkeit. Pathogene Drüsen. Panzerungs-Upgrade. Also hier definitiv von Snoot was geplant. Die Frage ist, ob dieses Timing noch reicht. Bereitet auch seine nächste Expansion vor. 22 Banelinge im Bau. Sind das die hier? Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß nicht, wo ich mehr die Augen zukneifen möchte. Ja, Shaw bewegt sich auf jeden Fall zurück. Und jetzt kommt der Bombenteppich. Da ist er. Kommt leider nicht gut genug rein. Lässt hier die Banelinge wirklich viel einfach nur so krachen. Und da jetzt in die Mineral Line. Ja, das hätte besser sein können. Da, das waren noch ein paar schöne Platzer da unten. Snoot jetzt natürlich im Supply-Block, verliert hier eine jede Menge Overlords. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich rechtfertigen kann. Raffinerie wird hier vielleicht noch abbrennen und die Zerklinge haben jetzt hier ein bisschen Schaden gemacht. Also auf jeden Fall Zerklinge mitnehmen, Leute, wenn ihr mit Banelingen reingeht. Denn Banelinge platzen und das war's. Jetzt versucht er hier noch das Addon zu schnappen. Und wenn die Marines jetzt sich nicht beeilen, dann schaffen die das auch noch. Er lässt tatsächlich das Addon einfach down gehen und sagt sich, fuck it, I'm going to kill you. Naja, wobei Shaw wahrscheinlich eher was auf Russisch denkt, nicht wahr? Ihr wird wahrscheinlich nicht I'm going to kill you denken. Oder? Shaw ist doch Russ, oder? Naja, auf jeden Fall jetzt hier der Angriff. Nimmt sich hier sogar eine Kommandozentrale mit. Wird also kein Problem haben, hier den Gegner schön unter Druck zu setzen. Und ich weiß nicht, ob Snoot irgendwas dagegen setzen kann. Guckt euch das an, 126 zu 52. Das sieht nicht so aus, als hätte Snoot da gute Karten. Hat da mit seinem Drop natürlich wirklich sehr, sehr viel eingesetzt. Und Shaws Armee war, ja, leider gerade woanders. Die Base geht auf jeden Fall down. Da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Ah, nee, Shaw ist... Aha, Blödsinn. Shaw ist Schwede. Klar. Shaw ist Schwede. Wer die Barusse? So war das nämlich. Hätte er wissen können. Hätte er wissen können. So, jetzt noch hier auf die Eier, aber da sind eh nur Zerklinge drin. Das heißt, oh, nee, doch nicht. Das gab doch ein bisschen Splash-Damage hier auf die Marines. Ob das aber wirklich gerechtfertigt war, da jetzt nochmal die Zerklinge raushatchen zu lassen, weiß ich nicht. Da ist es doch hier mit dem Brütling sehr, sehr viel angenehmer, den Splash-Damage hier auf den Marines mitzunehmen. Aber durch die Medivacs sollte das kein Problem sein. Und jetzt steht er hier in der Base. Die Overlords sind voll mit Banelingen. Und die Frage ist, in welchem Overlord sind nicht Banelinge, sondern Zerklinge? Und die Antwort ist, in keinem davon. Also jetzt geht's rein. Die Tanks sind hier hinten gesieged. Die, oh, die Marines stehen natürlich einigermaßen gut. Werden jetzt hier schön gesplittet. Der Bombenteppich ist doch schon relativ effektiv, um das Ganze hier aufzuräumen, denn jetzt hat er hier quasi die Marines gut aufgeräumt. Aber guck mal, das werden immer mehr. Hier hinten Gold Expansion genommen. Hier hinten wird immer lustig weitergebaut. Snoot jetzt im Supply Block und ich glaube nicht, dass... Wow! Das hat nochmal richtig gelohnt. Ich glaube nicht, dass Snoot das hier jetzt noch zurückwerfen kann. Wenn er vielleicht
verseuchte Terraner hier irgendwie um die Tanks gelegt. Sehr, sehr schön um die Marines gelegt. Das war's hier. Splash Damage auf dem Tank und die Marines zusammen mit den Zerklingen schön aufgeräumt. Jetzt hier hinten die Zerklinge zu nah dran. Und das war's. Show hier jetzt mit der planetaren Festung hat hier wirklich die Gold Expansion gut genommen. Und ich glaube nicht, dass Show weiß. Na doch, die hat er jetzt natürlich gerade gescoutet, aber er weiß nicht, dass hier unten auch noch eine ist. Wobei er das wahrscheinlich sich denken kann, denn das hier ist der Eingang zu der hier. Das heißt, es macht keinen Sinn, davon nur eine zu nehmen. In der Zwischenzeit hier oben ein kleiner Run-By hat nicht allzu viel Schaden gemacht hier. Das heißt Snoot. Immer noch nur halb so viel Versorgung im Supply. Getötete Arbeiter Snoot zieht den Stecker. Getötete Arbeiter Snoot natürlich hier mit diesem Baneling Bust unglaublich gut gelungen. Aber die Frage ist, ob er da noch was reißen kann. Wenn er die Verseucher natürlich in die gegnerische Base kriegt, dann sieht das ganz gut aus. Show bewegt sich hier auf die neuen Bases von Snoot zu. Sieht er hier die Wölkchen? Nein. Jetzt sind die Verseucher da. Schöner Fangegross. Grandioser Fangegross. Die ganzen Marines waren schon angeschlagen. Da hat er wirklich die Gruppe sehr, sehr schön erwischt. Zu geringen Kosten da in Form von den paar Zerklingen. Aber in der Zwischenzeit hier oben ein weiterer Push von Show. Und das könnte einfach das Problem sein, dass Snoot nicht genug Einheiten hat, um gleichzeitig vorne irgendwie ein bisschen Schieß zu starten. Und gleichzeitig hier hinten so einen Push zu blocken. Er hat jetzt hier natürlich die Zerklinge im Rücken, aber da ist das GG von Snoot. Ja, also da hatte einfach Show zu krass hier doppelt so viel Supply. Das war